Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus, unseres Herrn.
Schmerzhaftes Leiden. Erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Ewiger Vater, wir opfern dir deines geliebten Sohns, Jesus Christus, unseres Herrn. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden aller Welt. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden aller Welt. Erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt.
geliebten Sohns, Jesus Christus, unseres Herrn. So was er für unsere Sünden und die Sünden aller Welt. So was er für unsere Sünden und die Sünden aller Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Ewiger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und Gottheit deines geliebten Sohns, Jesus Christus, unseres Herrn. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden aller Welt. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden aller Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden erbarme dich unser und der Welt. Durch
sein schmerzhaftes Leiden. Erbarme dich unser und der Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn nur durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in die Ewigkeit. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen lieb. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Zuschauerinnen und Zuschauer von EWTN, vergelt's Gott, danke fürs Mitbeten. Ein großes Dankgebet heute zu den 2 Millionen in unserer Spendenaktion. Allerdings immer auch ein Bittgebet für Sie, für alle, für die wir gesammelt haben, die Menschen in Afrika. Wir lassen den Barmherzigkeitsrosenkranz jetzt noch einmal mit den bekannten Tönen des Misericordias Domini ausklingen. Ich darf Sie einladen, dass Sie dann noch dranbleiben. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Radio Horeb geht es jetzt normalerweise weiter mit den Hörergrüßen. Das tut es auch. Allerdings beginnen wir die heute hier aus der Kirche. Und damit noch ein herzlicher Gruß auch an alle Zuschauer und Zuschauerinnen von EWTN. Wir widmen das erste Lied der Hörergrüße. Nachher übernimmt dann Michael Wielert im Studio. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit großem Dank und großem Kompliment für alles, was Sie für die Menschen in Afrika tun. Sing and pray, Jesus, take.